Wells ist verstorben. Wohin soll ich ihn bringen? Was? Das Excelsior-Paket beinhaltet die kostenlose Entsorgung sämtlicher sterblicher Überreste. Ich brauche nur einen Zielort. Nirgendwohin. Bleib hier. Beweg dich nicht. Bin gleich wieder da. Verstanden. Mr. DeShawn erwartet Sie in Zimmer 204. Wir sehen uns in der Oberliga, Jack. Wehe, der fährt weg. Wehe, der fährt weg. Da werde ich hier die Delamain-Karre zerpflücken, die ich finde. Hola, Wöckchen. Hallöchen. Willkommen zu dem traurigen Ende des Prologs, glaube ich. Wo in Dreiteufelsnamen bin ich jetzt gelandet? Spätschicht klopft an. Oh je. Bis es im Jahr 1945 endgültig in die Knie gezwungen wurde. Seiner Familie zufolge wollte Saburo, von Verzweiflung und Scham getrieben, den Freitod vollziehen, Seppuku. Doch im letzten Moment änderte er seine Meinung. Weshalb? Das weiß niemand. Was auch immer zu dieser Entscheidung führte, Saburo hat dieses Kapitel abgeschlossen und nie wieder mit jemandem darüber gesprochen. Er widmete seine Aufmerksamkeit nur noch einer Sache, der Arbeit. Als sein geschätzter Vater Sasai Arasaka 1960 verstarb, übernahm Saburo die Kontrolle über das Familienunternehmen. Unter seiner Führung trat das bescheidene Unternehmen seinen Weg zum international marktführenden Konzerngiganten an. Es war im Jahr 1990, dass die Arasaka Corp. erstmals in der Global 500 auftauchte. Und 1996, nach dem Zerfall der Vereinigten Staaten, stieg sie schnell zur Nummer 2 der Rangliste auf. In den schwersten Zeiten der amerikanischen Geschichte gab Saburo Arasaka Tausenden von hilflosen Bürgern sichere Arbeitsplätze und half uns auf ewig verloren geglaubten Wohlstand zurückzubekommen. Und dafür werden wir sicher für immer dankbar sein. Arigato gozaimasu, Saburo-san. 1919 bis 2077. Wow. Und morgen Frühschicht. Ah, Böckchen. Spät auf früh. Sowas gehört verboten. Guten Tag, Ottermensch. Guten Tag, Matt. Wie geht's dir? Wie ist es auf der Met-Front? Hoffentlich alles zwiebelig. Und am 31.10. habe ich früh Inventurschicht. Ah, macht ihr die Inventur komplett selber oder habt ihr Hilfskräfte dafür? Die unterstützen. Lass mich rein. Er wartet. Ja. Okay, keine Debug. WNS, N54, selbst die Piratensender. Deine Fresse ist überall. Und Jaxter? Ist er im Auto? Scheiße, was glaubst du wohl? Pass lieber auf, was du sagst. Auf dem Rücksitz. Verblutet. Tot. Tut mir leid, das zu hören. Und der Relic? Du kriegst ihn nicht. Hab ihn nicht. Mal eine gute Nachricht. Gute Nachricht? Saburo Arasaka, tot. Hast du eine Ahnung, in welcher Scheiße ich deinetwegen stecke? Du hast den Kaiser ermordet! Seine Majestät! Alle, die nur mit einem Finger in der Sache stecken, sind so gut wie tot! Ich weiß. Deshalb müssen wir Night City verlassen, Dex. Wir? Du bist der Fixer! Ich mag den von Anfang an schon nicht. Ja? Okay, ganz ruhig. Wir müssen das taktisch angehen. Neuer Ort, neuer Name. Aber erst dein Gesicht.
Alles voller Blut. Das Bad ist dort. Mach dich sauber. Na los. Ach, das ist doch nicht gut. Irgendwer greift mich doch gleich an oder so eine Scheiße. Will ich die Tür abschließen? Ein Platz. Spaceport, Terminal 4. Okay. Glaube nicht, dass der mich retten will. Der will mich jetzt umbringen. Und wir sehen jetzt im Spiegel. Wir sehen das jetzt eh gleich hinter mir jemanden. Bam! Do it! Yes! So. Nein, wir haben eine Firma, die das macht, aber jede Abteilung muss einen Kollegen stellen für, hey, was ist dieses Teil? Wo Nummer? Okay, dann ist das so wie das, das kenne ich dann von Kaufland. Die machen das auch, da kommt dann an einem Tag so ein Bus. Da steigen dann, keine Ahnung, 2 Dutzend Leute aus, die dann die Inventur machen. Warum müssen Inventurfirmen immer Hilfsarbeiter mit schlechten Deutsch-, Englisch-, Französisch-Kenntnissen anheuern? Weil die günstig sind. Alles klar. Ich wusste es. Ach, wie... Zu riskant, wie. Weißt du noch, unser erstes Gespräch? Ich bring dich um! Scheint, als wähle ich lieber das ruhige Leben. Ruhmreich draufgehen können andere. Okay. Der Neurochip, den ich habe, der soll doch irgendwie helfen. Ach, guck mal! Jetzt wissen wir mal, was wir spielen. Ist das nicht schön? Der Neurochip sollte doch irgendwie helfen. Irgendwas war doch damit. Hey! The Hammer. 2023. Aha. Hey. Alles okay? Mir ging's nie besser. So siehst du nicht aus. Das ist, hier, John Wick. Wer ist er nochmal? Du kannst nicht drauf. Hey, hey, cool bleiben. Ja. Ja, wie meinte der Chef mal charmant, die wohlriechenden Franzosen, welche das schnelle Geld brauchen, über 10 zählen können. Boah. Haben die nicht so einen Klicker zum Zählen? Natürlich total zugedröhnt. Hä? Was ist los? Mit der Knarre in der Hand. Okay. Hey, heute Nacht verabschiede ich mich von euch allen. Schießt er sich selber in den Kopf? Vergeudet euer Leben hier. Nett. Ihr vergeudet euer Leben. Lauft uns hinterher wie Hündchen. Wer hat dir in den Kaffee gepisst? Einer von euch hoffentlich nicht. Aber ich will's heute. Mit dem kann ich nicht reden. Johnny, warte!
Mach das nicht. Du kannst immer noch zurück. Ich bin nicht wie du, ich gebe nie auf. Komm her, Mann. Scheiß auf die Band. Nicht deine Leute, nicht deine Szene. Mach dein eigenes Ding. Mistkerl. Ich werde dich echt vermissen. Bis im nächsten Leben, mein Freund. Okay. Du bist zu spät. Zu spät für was? Ich liebe es, wenn du sauer bist. Bringt mein Südstaatlerblut in Wallung. Steig ein, bevor ich meine Meinung ändere. Silver Hand? Hey, okay. Scheitern! Bring uns in die Luft! Hier, setz das auf und nimm es nicht ab, klar? Hui! Das ist seine Knarre. Abgeschnitten, nichts läuft. Militär auf den Straßen in Watson. Hurensöhne. Da ist eine Wumme. Was da draußen abläuft, waren wir das? Johnnys Idee. Damit Arasaka seine Aufmerksamkeit auf Wayne richtet, weg vom Tower. Sind die Kollateralschäden auch Teil seines Plans? Wir sind nicht bei den Pfadfindern, Trampen. Schluck die Gewissensbisse runter. Mhm. Warum bin ich der Einzige mit Kopfhörern und die haben keine? Moment. Sind wir jetzt in dem Edi, der den abgeknallt hat? Ziel in Reichweite. Lass es regnen. Nö, offensichtlich nicht. Ist ja nicht so, dass er irgendwen getroffen hätte. Ja, ja. Geht doch. Badam, 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 bam, bam, bam. Hey. Scharf machen und den Rest der Schwerkraft überlassen. Okay. Die Explosion erschüttert das Fundament, Turm stürzt ein, Chaos, Geschrei, Abspann. Wir haben nur ein kleines Zeitfenster. Klingt mich ein. Ist Gras grün, fliegen Vögel, fressen Katzen Mäuse, scheißen Ratten Flöhe. Der Mainframe ist kein Spielplatz, Murphy. Mach schon. Piu, piu, piu. Sende die Evakuierungsdurchsage auf allen Frequenzen, damit wir anfangen können. Meine What? Fresse. Wer hat denn dieses Manifest geschrieben? Die Antwort kannst du dir selbst denken. Johnny, jetzt bist du völlig abgedriftet. Und das sage gerade ich. Na los! Noch mehr! Sehr gut! Weiter so! Oh, der ganze Arm ist ab. Ups. Kontakt verloren! Geile Knarre. Muss nachladen! Ja! Yeah! Zeig's ihm! Ich bin hier! Komm doch! Mhm.
Hier ist nichts. Murphy? Sie suchte mit Fingerhüten, suchte mit Bedacht. Sieht wieder das Hotel aus, irgendwie. Johnny, Ladung. Bushido 2, wie ist die Bombe nochmal? Jetzt komm schon, wir müssen los. Der Demolitron. Bombe ist bereit. Demolitron. Los, weg! Schieß die Kabel durch! Noch nicht fertig. Ich muss das hier noch in ihr Subnet speisen. Scheiße, ich wusste es. Es ging dir nie um Arasaka, oder? Sondern um dein Groupie-Output. Du würdest das nicht verstehen, Rogue. Mach das alleine. Du hast 4 verfickte Minuten, wenn du mitgenommen werden willst. Okay. Tür ist offen. Arasaka-Wichser im Anmarsch. Ich lieb dich, Spider. Oh. So wie der Rest der Welt. Hier, der Smasher. Ach, komm schon. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin muss. Aber wir gehen mal hin. Also ich musste die ganzen Wachen erstmal neutralisieren. Bin gleich am Zugangspunkt. Kabel rein. Ja, bitte. Klick. Netter Eisbrecher. Aus dem Ausland? Kennen wir denn jemanden, der das Subnet-Protokoll umschalten kann? Sehr komisch. Hilfst du uns oder nicht? Weben, spinnen, spinnen, weben. Zeit, ein paar Fliegen zu fangen. Danke, Murphy. Und jetzt noch ein wenig. Heiliger Cyberstrohsack, wir sind im Fernsehen. Und seht. Nun schalten wir zum Arasaka Tower, wo die Evakuierung nach einer Anschlagsdrohung durch eine unidentifizierte Terrorzelle in vollem Gange ist. Ach, ist das gleichzeitig passiert? Die Terroristen passiert? Erklärten ein Monument des Konzernkolonialismus stürzen zu wollen. Wir sind ja 2023. Der Bürgermeister von Night City, Embole Ebunike, erklärte, dass man jegliche terroristische Handlungen unter der geballten Faust des Gesetzes ersticken werde. Hoffentlich kann unser Korrespondent vor Ort am Arasaka Tower etwas Licht auf die sich verschärfende Situation werfen. Fertig. Und jetzt raus da. Aber mal ganz kurz. Wir sind jetzt im Jahr 2023. Und der gleiche Bürgermeister ist immer noch im Jahr 2077. Wow. Sie kommen hoch. Sofort zum Dach. Schnell. Da. Puh. Shit. Das ist Adam Smasher. Ach, Adam Smasher, wo er noch nicht ganz so aussieht. Johnny, lang. Okay. Die Tür ist verriegelt, aber die hält nicht lange. Lauf, Johnny, so schnell du kannst. Hi, Adam. Smasher. Hab's doch gesagt, Johnny Boy. Eines Tages mach ich dich fertig. Da sieht der Smasher auf jeden Fall noch ein bisschen mehr menschlich aus vom Körper.
Mada ikite imasu. Wakarimashita. Mukaimasu. Au. Versuchen wir es nochmal. Deine Komplizen. Wer sind sie? Deine Mama Woher und seine Mama. Die Spaltmaterialien? Von deinem Papa und seinem Papa. Willst du den guten Kopf da drüben nicht mal was sagen lassen? Nun sei nicht so. Welcher Terrororganisation gehörst du an? Denn woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Weiß ich nicht. Den wilden Jungen. Dein Boss scheint nicht so begeistert von eurer Leistung. Sakasaka, ne? Ja. Ich möchte mir die Augen sehen. Mann. Was für ein Anblick. Mein Mann starb in diesem Turm. Okay. Aber es gibt Schlimmeres als den Tod. Aha. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Da sind näher Nadeln dran. Nase. Kono yona koto. Wieso hast du das getan? Ist das ein Atompilz im Hintergrund? Deinem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Das war die Bombe, ne? Au. Okay. Doch keine Nadel in den Kopf bohren. Verrate ich jetzt meine Freunde? Nee, das bin ich selber. Ah, oh, jetzt bin ich wieder. Wie kann das sein? Weil das ist der Fremde. Das ist ein Chip, ich im Kopf gerade habe, glaube ich. Tipp. Hi. Und du? Wer bist du? Oh. Stell dich mal vor, ihr habt so viel Technik im Kopf und dann gibt es irgendwie ein BIOS-Update und dann Fehler. Da hast du auch keinen Bock drauf. Plötzlich siehst du nur noch falsch rum, weil die Software von deinen Pupillen kaputt ist. Weltblick. Haben die mich einfach im Schrott geworfen. Das Schlimme ist, unser guter Freund Jackie lag noch im Auto. Und ich weiß nicht, was der Dex mit ihm gemacht hat. Ja.
Der sieht wieder aus wie Dex. Der sieht auch aus wie Dex. Das ist Dex. Schwerer als er aussieht. Das ist der Bodyguard vom Arasaka, ne? Ich hab genau gemacht, was du wolltest. Also lass uns was aus. Ja, also es tut mir jetzt nicht leid, dass er tot ist. Arasaka-sama, Ochichi-ue no Satsugai-han wo mitzukemashita. Kono otoko de machigai arimasen. Hai, hai. 1 Stunden später wird es kommen. Hilf mir. Leise. Ja. Kann er nicht in meinen Kopf gucken und ich sag, der kann sich selber anschauen, dass ich ihn nicht getötet habe? Ich lag im Müll, natürlich stink ich nach Scheiße. Was glaubst du denn? Du stinkst nach Kacke. Ja, ich lag im Müll, mein Lieber. Wie glaubst du, riecht man, nachdem man im Müll gelegen hat? Hörst du mich? Ich brauche deine Hilfe. Was ist denn jetzt los? Angeschossen oder so. Wow! Warum hast du denn so große Augen? Einer der Momente, wo ein Cabrio nicht so gut ist. Hä? Hast du nicht auch eine gute Knarre für mich? Ciao. Ja, ich würde gern, aber ich habe leider keine Munition mehr. Okay. Ja, das merke ich. Ich habe keine Munition mehr. Ich kann ihn nicht erschießen, selbst wenn ich wollen würde. Aber jetzt habe ich wieder Munition. Okay, also hier passieren gerade sehr viele Dinge und ich habe keine Ahnung mehr. Also irgendwie wirken die wie Roboter von Takamura. Wie, du kippst wieder um. Halt die Augen offen. Fuck. Wen umbringen? Ihn. Wir brauchen beide medizinische Versorgung. Gibt es einen Repertoire, dem du vertraust? Ja. Ich kenne wen.
Wir müssen zu einem Ripper-Dock. Schnell! Victor flickt uns zusammen. Ich hoffe, ich habe mein Geld noch gleich. Wir müssen irgendwie dorthin. Ruf jemanden an, irgendwen. Okay, schon gut. Guten Tag. Meinen Scannern zufolge sind Sie außerhalb des Versorgungsgebiets. Komm, mich einfach holen. Ich muss zu Mistys Esoterikum. Vor Victors. Sehr wohl. Ein Wagen ist unterwegs. Er sollte in weniger als 20 Minuten eintreffen. Was fällt dir ein? Hey! Der Direct Link ist beschädigt. Bitte führen Sie das Kabel unterhalb des Ohrs ein, aber nicht zu tief. Zwischen seinen Lymphknoten unter dem Kopfwendermuskel sollten zusätzliche Neuralbuchsen sein. Wenn ich versehentlich eine Vene treffe, stirbt er. Das tut er so oder so. Wenn Sie nichts tun, aber auch. Ich glaube, ich habe die Buchsen. Stellen Sie nun eine Verbindung her. Schnell, bringen wir ihn rein. Ich schaffe es nicht. Oh Mann, beide sind kaputt. Mich setzen. Ist das dein Blut? Misty! Ja, Misty. Ich hoffe, Dex hat ihn wenigstens dahin gebracht. Blutdruck fällt. Neurogener Schock. Er stirbt. Schneid was? Durchs Hinterhauptbein. Was macht denn Delamain noch hier? Weg. Damit riskieren Sie. Ich weiß, was ich tue. Es passieren auf jeden Fall sehr viele Dinge. Das ist bei unserem Doc. Ist eigentlich nur um Zivusch, meine Familie und meine Angestellten. Deswegen habe ich mich für weitere Maßnahmen entschieden und die Sicherheitskräfte in Night City verdoppelt. Präsidentin Mayas verstand dies als Bruch des Arwin-Abkommens. Eine offene Provokation der NUSA und Militech. Mhm. Sagen Sie mir, was war dann die Ermordung meines... Die Ermordung meines Vaters. Keine Provokation? Wie geht es ihm? Noch nicht so gut wie dir, aber es wird jeden Tag besser. Hallo? Na? Fummel nicht so an mir rum. Okay. Wie? Bist du da drin? Oh, mein Kopf. Wie fühlst du dich? Nicht gut. Weiß nicht, Vic. Es dröhnt in meinen Ohren. Und ich sehe Dinge. Diese Halluzinationen, beschreib sie mir. Blendende Lichter. Es ist laut. Ich bin auf einer Bühne und kann kaum atmen. Ich bin voll von Hass. Dann lasse ich alles raus ins Mikrofon. Aber es bringt nichts. Ich fühle mich nicht besser. Und dann, versprich mir nicht zu lachen, platziere ich eine Bombe im Arasaka Tower. Da gibt es nichts zu lachen. Sie haben mich getötet? Night City sah anders. Das sah anders aus. Night City sah anders aus. Seltsam. Und ich hab's gehasst. Jeden Menschen. Jeden Zentimeter. Es war zu real, selbst für einen Wachtraum. Du hast nicht geträumt, Vi. Das waren Erinnerungen.
Auf diesem Splitter ist ein Persönlichkeitskonstrukt. Deine Träume waren seine Vergangenheit. Soll das heißen, da ist ein Terrorist in meinem Kopf? Moment. Soll das heißen, da ist ein Terrorist in meinem Kopf? In diesem Augenblick? Ganz genau. Johnny Silverhand. Der Tequila. Hatte vor 50 Jahren seinen Höhepunkt erreicht. Der Tequila-Namensgeber. Die AHQ-Katastrophe. Schon mal gehört? Das war er. Er starb wohl in den Trümmern. Ja, aber jetzt gerade ist das nicht das Wichtigste. Ich sehe zum ersten Mal Angst in deinem Kopf. So hast du mich noch nie angeguckt, Vic. Was ist los? Du... Ja, du hast nicht mehr lang, Kleiner. Was sagst du? Der Biochip ist wie eine Zeitbombe und sie tickt. Du hast nicht mehr lange zu leben. Maximal ein paar Wochen. Silverhands Konstrukt überschreibt dein Bewusstsein, übernimmt nach und nach deinen Körper, bis du irgendwann verschwindest. Okay. Wie? Es ist wichtig, dass du das verstehst. Du kriegst mich wieder hin, oder? Vic? Ich wünschte, ich könnte. Aber das übersteigt meine Fähigkeiten bei weitem. Du bist der Beste der Besten, Vic. Warum kannst du mir nicht helfen? Wer kann das denn? Das ist die Frage. Willst du die lange oder die kurze Fassung? Die lange. Lass nichts aus. Kein einziges Detail. Okay, auf dem Chip war... ist ein Konstrukt, eine Psyche. Die von Johnny Silverhand. Du hast ihn in deinen Chipslot getan. Nichts passiert, richtig? Bis du tot warst. Eine Kugel in den Kopf von Dexter DeShawn. Aber wie soll man's von sowas zurück ins Leben schaffen? Kleines Kaliber, du hattest Glück. Dank einer weiteren von vielen Fehlentscheidungen von Mr. DeShawn. Die Nanobots des Chips begannen, den Schaden zu reparieren. Dann nahmen sie dich bei der Hand und lockten dich weg. Weg vom Licht. Okay. Menschen stehen nicht von den Toten auf, als sei nichts passiert. Früher nicht. Heute tun sie das, wenn sie geheime Konzerntech tragen, die dazu programmiert ist, sie wiederzubeleben. Was ist mit mir? Meiner Psyche? Ich komme zurück aus dem Jenseits und dann... Soll ich so tun, als ob diese Veränderungen normal sind? Frag die Techniker von Arasaka. Aber deine Psyche wird ausgelöscht werden. Unter Schmerzen. Aus der Sicht des Biochips sind deine Gehirnzellen ein Tumor, der rausgeschnitten werden muss. Und dein Körper eine leere Hülle für das Konstrukt. Also will dieser Scheiß-Terrorist mich ausradieren und meinen Körper für sich haben? Nicht bewusst. Das passiert automatisch und ist unvermeidbar. Keiner von euch kann es aufhalten. Und wenn wir den Chip rausnehmen oder deaktivieren? Das ist schon ein Prozess, der läuft. Beides außer Frage. Du würdest sterben, und zwar sofort. Scheiße. Ich erinnere mich an diesen Werbespot. Wie ging der dumme Slogan noch? Irgendwas mit Seele. Sichere deine Seele. Genau. Damit soll man mit Konstrukten kommunizieren können. Ja, aber das hier scheint ein Prototyp zu sein. Irgendwie hat er es aus dem Arasaka-Labor geschafft. Offensichtlich. Vic, du hast mich schon so oft gerettet. Wenn du nichts für mich tun kannst, dann... Was verflucht soll ich dann machen? Sag's mir. Eine Kugel im Kopf. Vic... Ich weiß es nicht, Kleiner. Misty? Misty? Verlangst zu viel von einem alten Mann wie Vic. Komm, Vic. Bringen wir dich nach Hause. Kannst du mir bitte beantworten, ob mein Freund dein Freund...
wenigstens angekommen ist. Dann starb er. Ich dachte, ich würde sterben. Mit ihm zusammen. Im Schlaf. Der Schlaf ist wie ein Hauch des Todes. Des Unvermeidlichen. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt wach bin. Ich meine, ich könnte schon tot sein, oder? Darauf solltest du dich nicht fixieren, Vi. Verdräng es. Hier, ich habe etwas Medizin für dich. Omega-Blocker. Wenn du sie regelmäßig nimmst, schreitet der Verfall weniger schnell voran. Aha. Sie sollte auch deinen Untermieter etwas ruhig stellen. Das Pseudo-Endotrizin ist von mir. Es beschleunigt den Prozess. Setzt den Dämon also praktisch frei. Warum soll ich das nehmen? Willen die mich umbringen? Eine Pille, die diesen Hurensohn wachrüttelt, damit er mich gleich umbringen kann? Hör zu. Für eine Weile wird es dir gut gehen. Aber schon bald könnte dein Leben purer Schmerz sein. Ich gebe dir nur eine Wahl, mein Lieber. Das Gehirn lässt sich überlisten. Schmerztabletten sollten reichen. Deine Psyche wird sterben, wie? Du wirst dein eigenes Ich dahinschmelzen sehen. Irgendwann erkennst du dich selbst nicht mehr. Es wird beängstigend. Schmerzhaft. Aber das muss es nicht sein. Wozu brauche ich Pillen, verdammt? Warum blase ich mir nicht gleich das Gehirn mit einer Knarre raus? Weil du dann zwei Seelen töten würdest. Willst du das? Give a freak. Die Seele kenne ich nicht. Der ist auch schon tot, seit über 50 Jahren. Hier, ich habe noch was für dich. Das hat Vic aus deinem Schädel gezogen. Ein Glücksbringer? Versprich mir, dass du ein bisschen schläfst, ja? Okay. Misty, warte. Weißt du, Jackie? Ja? Er hat voll viel von dir gesprochen, hat er wirklich? Er hat immer von dir gesprochen. Sehr oft. Wir hatten einen Streit, bevor er sich zu diesem Job aufgemacht hat. Er war nicht sauer auf dich. Ich hoffe, das weißt du. Ja. Ich wünschte nur, unsere letzten Momente zusammen wären anders gewesen. Aber jetzt brauchst du etwas Ruhe. Also schlaf. Bitte, schlaf. Okay. Ich guck dir noch zu, wie du hier rausgehst. Nummer sicher und so. Okay. Jetzt bin ich natürlich interessiert, wie die Story sich entwickelt. Mit der zweiten Seele im Körper. Und ob wir am Ende wirklich sterben.